Wir haben die Gelegenheit beim Orangen Schopf gepackt und noch mehr über das Erfolgsgeheimnis der Meta erfahren wollen. Gegenüber für ihren Platz genommen hat Andreas Krummes. Da kommt unser Expertentag. Also Meta, du bist ja mega erfolgreich im Moment. Du bist in allen Medien präsent, sei es in Deutschland auch oder in der Schweiz. Musst du jetzt als Gastronomin überhaupt noch arbeiten oder kommen die Millionen einfach so auf dein Konto? Ja, ich glaube, das ist etwas, wo sich alle Leute ein bisschen täuschen. Also nur weil jetzt irgendwie gerade die Medien darüber berichten, heisst das ja nicht, dass mein Bankkonto voll ist. Von dem her, wie du siehst, sind wir ja auch im Restaurant bei mir und ja, ich muss arbeiten. Aber es gibt natürlich einen grossen Vorteil, wenn man mehrere Jobs bekommt, schafft man ein bisschen anders oder an einem anderen Ort. Also das heißt, du siehst doch relativ viel nebst deinem gastronomischen Alltag, den du hier in deinem Le Chef jeden Tag eigentlich erleben kannst. Also man kann sagen, der Bekanntheitsgrad hilft, dass das Leben noch ein bisschen abenteuerlicher wird. Also das heißt, du musst trotz allem der medialen Präsenz doch noch ein bisschen arbeiten in deinem Betrieb. Ist jetzt mediale Präsenz, was du im Moment bekommst, Fluch oder Segen? Es ist beides ein bisschen. Also es ist noch schwierig, eigentlich, um so eine Antwort darauf zu geben. Also einerseits ist es natürlich lässig und toll. Wiederum habe ich jetzt die Sendungen nicht gemacht, weil ich irgendwie unbedingt in die Presse will, sondern einfach es vor allem um die Challenge geht und ums Kochen. Also mich kennt man eigentlich aus den Medien nur wegen dem Kochen. Also suchst du auch die Herausforderung, willst auch an deine Grenzen gehen und darum stellst du dich eigentlich auch dem. Hat natürlich auch eine gewisse Gefahr. Ich meine, dass die Sendung mit dem Tim Melzer hätte natürlich eine ganz andere Richtung gehen können. Also Mut gehört auch dazu. Ja, das ist so. Und ein Feigling bin ich nicht. Nein, das stimmt definitiv und aus meiner Sicht auch Kompliment, wie du meinem Landsmann da Parole geboten hast. Heißt das eigentlich auch, dass du dieses Engagement nicht nur wegen der medialen Präsenz machst, sondern auch um deine Ziele, deine Individualität so leben zu können als Gastronomin, wie du das in deinem Betrieb eigentlich machst, also einer Quersubventionierung. Also das oberste Gebot in meinem Leben ist eigentlich zu machen, was ich gerne mache. Und das ist natürlich grundsätzlich das Kochen. Und damit das Essen auch jemand natürlich geniessen kann, ist das Restaurant natürlich das Päckchen, das zusammengehört. Aber ja, es ist schon so. Also die vielen kleinen Details, die da im Restaurant rumstehen, die finanzieren sich nicht allein durch den Gast. Und mit diesen Fernsehauftritten und diesen Pressearbeiten, die ich unternehme, komme ich natürlich ein paar Batzeli über, die ich dann da wieder investieren kann, sei es für einen neuen Anstrich, für neues Porzellan oder einfach mal schlecht kalkulieren, wenn es auf den Teller kommt und man halt ein bisschen Teures auf den Teller tut, als eigentlich korrekt wäre. Also es tut dir eigentlich deine eigene Freude verhelfen zu realisieren. Also ich bin kein klassischer knallharter Gastronom. Das ist auch der Grund, warum ich nicht 20 Restaurants habe wie andere. Ich mache es nicht mit der Masse, sondern mit der Leidenschaft. Und auf die kleinen Details kann ich nicht verzichten. Und wenn ich das müsste, dann würde ich glaube lieber aufhören. Und eigentlich lebt ja unsere Branche auch von der Leidenschaft. Wenn Leidenschaft nicht im Betrieb ist, dann ist es eigentlich ein kaltes Konzept. Aber es gibt eine wirtschaftliche Leidenschaft und es gibt eine persönliche Leidenschaft. Und bei mir ist die persönlich wichtiger. Das ist natürlich hervorragend. Das, ich glaube, das spürt natürlich dann auch der Gast. Was würdest denn du den Gastronomen da draußen mit auf den Weg geben? Ich meine, Gastronomen, Köche sind ja im Moment recht medial unterwegs. Man hat, das, glaube ich, vielleicht auch ein fremdes Bild von dem. Das kann auch relativ gefährlich werden. Was sind so deine Erfahrungen, wenn du einem jungen Koch oder einem jungen Gastronomen einen Tipp geben würdest, der jetzt diesen Weg der medialen Präsenz gehen will? Also man muss sich bewusst sein, dass wenn man den medialen Weg geht, dass natürlich kein Privatleben mehr herrscht. Ich verstehe das zwar selber nicht, warum die Leute sich für mein Privatleben so grauenhaft interessieren und schlussendlich dann leider auch mehr darüber schreiben als über Erfolg und über das Essen. Aber ich glaube, das ist eigentlich das, wo man sich am ersten muss bewusst sein. Also es interessiert plötzlich alle, was für eine Unterhosenfarbe du anhast, aber du willst eigentlich den Leuten erzählen, was du Neues kochst. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch. Also wahrscheinlich am Anfang auch eine andere Wahrnehmung gewesen, als du da eingestiegen bist, als sich nachher die Realität sich ein bisschen dann auch bewahrt hat. Also ich meine, bei dem Einstieg, den ich gemacht habe mit dieser Medienpräsenz, ist es für mich eigentlich immer nur darum gegangen, zu kochen. Ich bin mir gar nicht bewusst gewesen, vor 10 Jahren, als ich meine erste Kochsendung gemacht habe, in welchem Rahmen, dass sich das entwickeln kann, geschweige denn, wie gross das so etwas werden kann. Aber ja, am Schluss ist es immer so gewesen. Hauptsache, ich habe meine Pfannen und meine Zutaten. Um nichts anderes geht es. Ist denn das jetzt was Nachhaltiges oder ist auch die Gefahr da von einem kurzfristigen Hype? Man ist überall präsent und fällt danach in ein tiefes Loch. Und was musst du dafür tun, dass das eben auch so weitergeht? Also ich glaube, die Schwierigkeit, um es so lange zu schaffen, wie ich es jetzt doch schon
mache und hinkriege, ist eigentlich immer wieder etwas Neues zu generieren, etwas den Leuten auf Lager zu haben, zum erzählen und natürlich nicht langweilig zu sein. Und da muss man sich gut bewusst sein, also dass man eigentlich mit etwas, was man einmal gemacht hat, nicht Langzeiterfolg hat, sondern man muss dranbleiben. Das ist so, man darf nicht aufgeben, oder? Genau. Und vielleicht auch hat noch ein Aspekt, Frau und Kochen ist ja auch nicht so, dass es hunderte von Frauen gibt, die medial präsent sind oder das überhaupt sein können. Ich denke, das muss man ja auch noch können. Das ist ja nicht nur so, dass man die Möglichkeit bekommt, sondern muss dann umsetzen können. Das Thema Frau auch noch eine große Rolle mitspielt, dass du die Aufmerksamkeit erhältst? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, also ob der Frauenbonus jetzt in diesem Fall wirklich hilft. Ich glaube, wenn, dann ist es vielleicht höchstens bei mir der Farbbonus. Also ich bin bunt, ich bin schrill und ich bin laut und ich bin wahnsinnig ehrlich und von dieser Sorte gibt es nicht sehr viel. Aber sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, der Grund, warum mehr Männer auf dieser Fläche ist, es hat einfach schlichtweg auch mit dem Kinderwunsch zu Mutter Natur, mit 30 tickt irgendwann die Uhr. Und mit 30 ist eigentlich so ein bisschen der klassische Küchenchef-Erfolg am Grosswerden und dann hast du die Wahl zwischen Familie und Geschäft. Und was ist denn bei dir? Tickt denn da bald die Uhr und hören wir was von Meta Hildebrand und Familie und viele kleine Kinder? Also ich meine, auch meine Uhr tickt. Und klar, auch ich höre den Sekundenzeiger immer wieder. Aber ich glaube, ich lasse mich nicht so unter Druck setzen. Und wenn ich ehrlich bin, klar will ich Kinder, aber wenn ich meine Angestellten anschaue, muss ich sagen, ich habe auch schon ganz viele Kinder. Und die muss man zum Glück nicht mehr wickeln. Jetzt tust du dich ja noch nebst deinem Restaurant und deiner medialen Arbeit auch noch für andere Sachen engagieren. Ich habe gesehen, du engagierst dich für NS-Koffier, eine Gruppierung in der Schweiz, wo ja eigentlich so eine Altherrenversammlung ist, von der Wahrnehmung. Meta, engagierst dich da? Warum? Ja, also ich bin sicher nicht ein sehr traditioneller Mensch, aber es gibt gewisse Sachen, die man nicht vergessen dürfen. Wir haben so ein paar Urgesteine an Köchen und Gastronomen, die irgendwann auf dieser Welt mal gross geworden sind. Darunter ist auf jeden Fall auch der Escoffier. Und mit seinen Soßen hat er meiner Meinung nach eine grosse Geschichte geschrieben. Und darum ist es eine gute Sache, dort dabei zu sein. Und es geht ja eigentlich darum, beim Le Disciple Escoffier, dass wir untereinander unsere Kochsachen teilen, dass wir den Stolz zum Beruf wahren. Und das mache ich auch. Und eben, wie du es selber gesagt hast, es ist eher so eine ältere Versammlung. Warum soll denn nicht die Türen aufgehen für Frischfleisch? Und ich glaube, dann als passender Kommunikator bin ich sicher die Richtige. Super. Das merkt man ja auch. Sie lancieren ein Event, einen Kochwettbewerb. Young Talent heißt das Ganze. Da bist du auch mit involviert. Warum in diesem Wettbewerb und nicht in den vielen anderen Kochwettbewerben, wo es für die Jungen gibt? Also ich bin ein wahnsinnig ehrliches Geschlecht. Ja. Und ich war doch schon in paar Jurys und ich muss sagen, auch wenn man sagt, es ist ehrlich, es ist oftmals nicht ganz ehrlich. Ja. Und mit dem kann ich nicht sehr gut umgehen und ich hoffe, dass wir mit dem neuen Schritt, gerade mit Escoffier, Weichen können stellen, die auch für die Zukunft stimmt. Einerseits eine neue Generation ein Zuhause gibt, eine Möglichkeit, sich können zu präsentieren und wo wirklich auch noch Fachwissen und Kompetenz und nicht nur Netzwerk bewertet wird. Super, da bin ich gespannt. Ich denke, da wird man von den Escoffiers in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr hören im Markt. Ich hoffe es. Dann bist du ganz neu auch mit dabei in der Jury vom Best of Swiss Gastro. Das ist ja auch ein ehrenamtliches Engagement. Warum engagierst du dich beim Best of Swiss Gastro? Also ich glaube, die Gastronomie-Szene in Zürich hat weitaus mehr zu bieten. Und ich finde auch in dieser Juryrunde, dass etwas Wildes, Lebendiges wie mich sicher nicht fehl am Platz ist und nicht schaden kann. Und ich finde es spannend, mal hinter die Kulissen zu sehen und gleichzeitig natürlich auch die Bewertung von einer anderen Sicht auszumachen, als jetzt der Gast, der in dem Sinn so einkehrt, sondern wirklich zu hinterfragen, um was es geht. Die andere Seite hast du ja schon mal miterlebt. Du hast ja glaub, mit einem oder sogar mit zwei Betrieben beim Best of Swiss Gastro schon aktiv teilnehmen können. Und jetzt einfach mal der Blick hinter die Kulissen. Genau. Das wäre es eigentlich schon gewesen, meine kleinen kritischen und vielleicht auch freundlichen Fragen. Ich würde ganz gern mit dir noch auf deinen Erfolg, wo ich Hochachtung vorhab. Nein, das ist auch ganz ehrlich jetzt gemeint, das muss man erstmal machen. Auch all die, die dann sich die Münder zerreißen, die gibt es ja auch. Stellt euch hin, macht das, zeigt das in der Klasse, wie du das eigentlich gemacht hast. Also meine Hochachtung davor, Meta, und da würde ich auch sehr gern mit dir drauf anstoßen. Auf Gastronomie. Auf die Gastronomie. Zum Wohl, Meta. Zum Wohl.